Hallihallo, ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich tatsächlich was ganz, ganz Flinkes für den Tisch kreieren. Ich war mit dem Hund unterwegs und dann habe ich diese kleinen süßen Pflänzlein oder Blümchen oder na, Wiesenblümchen eingesammelt. Ich bin mir nicht sicher, ob das Giersch wird es wohl nicht sein, aber es ist sehr schnell zu verwechseln mit Giersch. Ich bin mir nicht sicher, ob das Schierling oder Schafgarbe ist. Sicher bin ich mir aber, dass ich das nicht in Reichweite des Hundes stehen lasse. Und wenn ihr das vorhaben solltet, bitte auch nicht in Reichweite von Kindern. Ich bin mir nicht sicher, ob es Schierling ist, und Schierling wäre, ja, wäre giftig. Dann habe ich mir ein großes Gefäß bereitgestellt, ein etwas kleineres, welches dort reinpasst. Und das war von meiner einen Schwimmdeko. Das habe ich trocknen lassen. Und das nehme ich jetzt ganz einfach wieder. Ich fand das von der Kombi ganz schön. Das sind einfach große weiße Kieselsteine, kleine graue, noch kleinere graue, ein wenig, na, wie so Glasdeko, Glassplitter, aber die sind aus Plastik. Und auch nochmal in ganz, ganz klein. Und ich fand das so hübsch und habe gedacht, nö, das pühle ich mir jetzt nicht auseinander und sortiere das wieder weg. Das nehmen wir jetzt einfach nochmal. Und ich fand, dass zu dem Grauton dieser kleinen Kieselsteinchen auch die Kerze ganz gut passt. Wasser habe ich mir bereitgestellt und wir starten einfach mal. Ich möchte so eine ganz kleine Schwimmdeko, einfach was für den Tisch draußen. Es wird nicht ewig halten. Keine Deko hält ewig. Bei meiner letzten Schwimmdeko wurde ich gefragt, wie lange dies dann alles hält, bevor das Wasser anfängt, schmierig zu werden. Man muss es einfach ausprobieren. Also es kommt auch ganz darauf an, wo es steht. Steht es in der Sonne, geht es natürlich viel, viel flinker. Steht es im drinnen, geht es natürlich nicht so flink. Man muss es ausprobieren. Also ich habe da keinerlei Erfahrung, wie lange solch Wasser hält. Ich glaube, das eine ein bisschen länger und das andere ein bisschen kürzer. Ja, also meine Schwimmdeko im Glas, die hat tatsächlich, oh, wie lange hatte ich denn das stehen? 5 Tage, ja, bis ich es dann abgebaut habe. So, wie ihr jetzt sehen konntet, habe ich einfach meine Blätter von meinem Farn hier jetzt hineindrapiert, einfach um ein wenig am Rand, ein wenig Schmuck am Rand zu haben, wenn ich das so formulieren mag. So, so schaut das jetzt aus. Und jetzt werde ich meine Steine darauf verteilen und auch möglichst flach anlegen, dass mir mein Glas nicht kaputt geht. Das wäre sehr, sehr schade. So. Ich versuche es auch ziemlich am Rand zu verteilen und nicht dort, wo jetzt gleich mein kleines Glas mit der Kerze stehen wird. Aber wenn dort ein paar Kiesel sind, dann räumt man sie ganz einfach aus dem Weg und dann geht das auch. So. Die Kieselsteine, finde ich, ist nicht wirklich zwingend ein Muss. Ich finde es persönlich aber, ja, ganz nett, wenn man irgendwie ein bisschen Abwechslung auf dem Boden hat. Könnt ihr einfach mal schauen, was ihr da habt. So. Das räume ich mal eben aus dem Weg, welches. Ach, ich hoffe, jetzt habt ihr Buddy gerade nicht gehört. Der hat so einen Seufzer losgelassen. Ja, das momentane Wetter macht auch tatsächlich ihn zu schaffen. Immer wenn wir spazieren gehen, ist es für ihn auch immer echt anstrengend. Insofern gehen wir abends immer ganz gerne. So schaut das Ganze schon einmal aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es jetzt schon richtig, richtig leiden. Viel mehr muss nicht zwingend rein. Aber wir haben uns ja noch was bereitgestellt, was dann natürlich auf jeden Fall noch mit rein soll. So, jetzt fülle ich erstmal das Wasser ein. Jetzt muss ich mal schauen. Treffsicher. Thank you.
So, das war jetzt gar nicht so einfach, das einzufüllen und so zu treffen, dass ich nicht das Wasser ins Kerzenglas reingieße. Das ist jetzt 1 Liter Wasser. Ja, und jetzt können wir einfach hergehen und schauen mal. Und kürzen uns die ganz einfach ein. Wir schauen uns die schönsten Stücke aus, da wo schön viele Blüten dran sind. Und wie gesagt, ich kürze sie mir jetzt ganz einfach mal ein. Und gebe die jetzt vielleicht auch gebündelt, so wie hier jetzt, hier einfach hinein. Und die nächsten kann man ja auch ein bisschen kürzer gestalten. Ja, ich bin gespannt, wie lange es halten wird. Aber ich denke mal, so 1-2 Tage, die werde ich noch einmal raus, noch einmal wieder rausholen. Die sind mal ein wenig zu lang. Wenn ich jetzt ein höheres Glas für die Kerze gewählt hätte, wäre es optimal, wäre es okay gewesen. Aber wenn ich die Kerze anmache, möchte ich ja nicht, dass die Pflanzen dem im Wege stehen. Ja, wie gesagt, für einen schönen Grillabend mit der Familie ist es total schön für den Tisch. Ich werde es sehen, ich werde mal schauen. Aber ich denke mal ganz ehrlich, 2-3 Tage ganz bestimmt. Also kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass man da 3 Tage seine Freude dran hat. Ansonsten holt man die Pflänzlein, also die Blümchen raus und tauscht sie aus. Das ist ja doch auch fix gemacht. Ja, dann kommen wir langsam auch schon zum Ende. Ich drehe das noch einmal. Ich finde, das hat sowas Luftiges. Was man bestimmt auch sehr, sehr gut nehmen kann, ist, wie heißt denn das? Das ist häufig bei Hochzeitssträußen drin. Komme ich noch drauf. Das eignet sich bestimmt auch richtig gut, wenn man etwas länger was von haben möchte und kann bestimmt hier und da auch noch ein Blümchen dazu setzen. Ich fand jetzt halt mega toll, dass man kein Geld ausgegeben hat, sondern einfach einen schönen Spaziergang gemacht hat und ein wenig Wiesenstimmung eingesammelt hat. Und das finde ich persönlich immer richtig, richtig schön. Und jetzt hört ihr tatsächlich auch noch den Hund hier schnarchen. Geht ja gar nicht. Also für gewöhnlich schnarcht er gar nicht. Ich weiß gar nicht, was los ist mit dem. Ja, vielleicht ist er einfach nur ein bisschen platt. So, ich glaube, das hier noch und dann war es das auch. So, könnt ihr das erkennen? Ich hoffe, das könnt ihr richtig gut erkennen. Ich komme ein bisschen näher. Ich finde, das hat sowas Luftiges, sowas Floggiges. Wer mag, kann hier unten vielleicht noch ein Gänseblümchen reinlegen. Oder ja, gestaltet euch euer Sommerglas doch einfach mal mit den Blümchen, die ihr mögt, mit den Pflänzchen, welche ihr mögt. Und ja, wenn ihr ganz viel Lust habt, auf Instagram unter Dekojana könnt ihr mir sehr, sehr gerne auch mal eure Kreationen zukommen lassen. Ich wäre sehr gespannt, sehr neugierig. Und ja, hier sage ich jetzt einfach viel Spaß beim Nachmachen. Viel Freude daran. Na. So. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Dekojana.